Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls Teil 2. Wir sind in der Gruft angekommen und hier haben wir einen NPC kennengelernt. Grabwächter Agadine oder Agadine, wie auch immer er sich nennt. Gnade. Alles klar, eine neue Geste. Und was hast du denn anzubieten? Ein Schild des Überheblichen. Der Schild von einst ranghohen Klerikern. Noch immer besitzt er die Effekte eines Segens und stellt die Ausdauer des Trägers wieder her. Ah. Einst wurden Kleriker verehrt, mittlerweile streifen ihre Seelen jedoch ziellos durch die Tiefen einer unergründlichen Dunkelheit. Oh, wenn ich mir die Resistenzen anschaue, warum sind die Ausdauerschilde hier so schlecht? Ich meine, der Graswappenschild hatte immerhin 95 physische Resistenz, ich weiß es nicht. Anmaßungshelm. Von einstmals stolzen Klerikern getragener Helm. Überbleibsel einer Gruppe, die einst versuchte, die Gruft der Untoten zu erobern. Für diese Sünde wurde ihr Tod vertagt, auf dass sie als Wächter der Gruft dienen können. Okay, ist über dasselbe. Interessant, was hast du für einen Ring? Ring der Dornen plus 1. Ich habe noch nicht mal den Nuller gefunden. Der Ring gewährt den Schutz von Kreml, dem Gott der Mühen. Es dringen Dornen des Rings in die Haut des Trägers, sodass jeder erlittene Schlag Groll auf den Urheber nährt. Wenn ihr Schaden erleidet, übt der Ring Rache und fügt dem Gegner Schaden zu. Interessant, lohnt sich das Teil? Oh, Finsterpfeile. Sehr schön. Mit Finsternisflammen getränkte Pfeile. Ihre Spitzen sind mit dunklem Kiefernharz benetzt. Mit Finsternis verstärkte Waffen sind insbesondere gegen Feinde, die die Finsternis fürchten, effektiv. Beispielsweise Kleriker und magische Wesen. Ah ja. Oh, der hat ganz viele menschliche Abbilder und Elisabethenpilz. Oder Elisabethpilz. Oh, das ist auch neu. Wärme. Eine der verlorenen Pyromantien, nur in der Gruft der Untoten vor dem Verfall bewahrt. Erzeugt eine sanfte, warme Flamme, die jene heilt, die sie berühren. Ah, das hatten wir schon mal. Seelenfrieden. Eines der verlorenen Wunder, nur in der Gruft der Untoten vor dem Verfall bewahrt. Fügt leeren Hüllen schweren Schaden zu, hat aber sonst auf niemanden eine Wirkung. Aha. Gut, ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Interessant, interessant. Ich hole mir mal den Ring. Ich glaube zwar nicht, dass es so viel bringt, aber der Vollständigkeit halber. Ich wollte nur mal mit dir quatschen, Kumpel. Okay, den hatten wir schon, den Text. Gut. Primitiver Mensch, sagt er. Guck mal, diese ganzen Verzierungen hier. Das sind, glaube ich, Menschen, die aneinander hochsteigen. Oder was ist das? Sind das Menschen? Ich sehe das gar nicht richtig. Das ist irgend so ein Gewirr aus Leibern. Menschen und andere Kreaturen wahrscheinlich. Na, Freunde. Habt ihr was dagegen, wenn ich mir diese komischen Steinsarkophage mal ansehe? Ne, das sind Tafeln. Schade, ich habe gedacht, hier ist sowas wie ein Covenant, dass ich da noch eintreten und was machen kann. Aber scheinbar ist dem nicht so. Na gut, sie möchten nicht, dass ich hier Licht entzünde, also lasse ich das lieber bleiben. Oh nein. Oh nein, hi. Na komm, schlag zu. Aha. Ja, so passiert das halt, ne? Solltest dich nicht mit mir anlegen, Kumpel. Ab wie? Du Arsch. Der bleibt aber jetzt so einfach stehen, oder was? Du bist doch ein Schweinemensch. Sag mal, wie soll ich denn parieren? Das geht gar nicht. Oh, es war getrunken. Das muss zählen. Schweinemensch. Sag mal. Bei denen kriege ich das nicht. Ich habe schon mal gesagt, das ist meine Schwäche. Ich kann keine Stangenwaffen parieren oder kontern. Oh, da ist schon nicht Leuchtfeuer, da ist eine Nebelwand. Eine Nebelwand. Ich gehe erstmal die Leiter rauf. Das sah mir dann doch noch ein bisschen optionaler aus als der Weg. Nee, 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 da ist nichts. Okay. Da unten leuchtet noch. Ah, sieh mal, da komme ich auch noch runter. Interessant. Nee, ich komme gar nicht ran an die Leiter. Es sei denn, ich mache was Dummes. Wo ist denn der Katzenring da? Ja, da hoffen wir mal das Beste, dass ich da unten jetzt nicht sterbe. Wow. Hi. Hi. Nicht mal Lebensenergie verloren, ne? Okay, nur eine Seele und Einfallspinsel Gewürz.
Ach Leute, ich freue mich ehrlich gesagt schon so ein bisschen, wenn ich es dann auf PC weiterspiele, das Let's Play. Ich muss halt gucken, ich muss das wirklich jetzt alles nachholen, weil ich darf mich hier jetzt nicht so sehr sputen, dass ich es durchspiele. Am Ende kann ich nicht direkt mit dem New Game Plus anfangen. Das wäre auch ein bisschen. Ne, komm, ich lasse den nochmal an. Zähne? Keine Zähne. Aber trotzdem checken. Besser ist das. Und? Ja. Du brauchst nur Augapfel und Feuersamen. Alles, wo. Ja, da kann ich nichts mit anfangen, ehrlich gesagt. Ich will ja nicht immer undankbar sein, wenn da irgend so ein Schmodder drin ist, aber. Ich werde halt hier nicht auf Pyromantie gehen. Ich werde ein reiner Nahkämpfer bleiben. Außer im New Game Plus, da lasse ich mich auch gerne mal dazu überreden, einen Magier zu skillen für eine gewisse Zeit. Das ist ja kein Problem. So. Warte mal, bei welchem Boss war ich jetzt? 24 letztes Mal, der Finster Schminster. Boss? Nee, kein Boss. Okay. Ja, ich weiß gar nicht. Hier muss doch ein. Ja, ich weiß, dass ein Boss hier ist, aber vielleicht ist ja noch einer hier. Alter, ihr habt keine Füße. Ululu. Okay. Kannst du mal kommen? Oh, das brennt immer noch. Boah. Alter, das ist ja eine Chaosfeuerexplosion oder sowas, wenn die so lang fackelt. Das ist ja schlimmer als Mamas bestes Chili. Krasse Sache. Ich war jetzt total überrascht. Sonst hätte ich anders reagiert, aber da kommt halt einfach mal so ein Vieh hier raus. Noch einer. Warte mal, ich glaube, das kann ich zerstören, oder? Wenn es schon so wackelt. Yes. Muss ich wohl auch. Weißes Ladia-Gewand. Aha. Kann ich die nicht zerstören, die Grabsteine? Oh nein. Da kommt jetzt bestimmt überall einer. Ja, werde ich mit euch, dass ich die alle kaputt machen darf jetzt. Nicht nerven, du Kleiner. Wow. Ist ja eine Chaosfeuersäule. Yes. Ja, ein Chaosfeuer sieht man halt immer daran, dass es so noch Häftlingshandschuhe, so komische Funken absprüht. Eine Blauflamme. Oh nein, ist das jetzt hier so ein Gebiet mit unendlich nachspawnenden Gegnern, bis man alles kaputt haut, oder wie? Ja, toll, da geht irgendwann mein Katana kaputt, ne? Wenn ich jetzt die ganze Zeit auf Steine haue damit. Mal ist kaputt jetzt. Hi. Abstechen. Ich kann mir gleich mal eine andere Waffe ausrüsten. Schwarze Feuerbombe. Na gut. Oh, ein Leuchtfeuer. Das werde ich aber nur kurz. Nee, ich hock mich mal ran. Wahrscheinlich kommen dann die Steine wieder. Aber da sind meine Waffen wieder ganz. Nee, die Steine sind kaputt. Sehr gut. So. Ich glaube, das brauche ich hier. Pfeif auf den Rat von dem Typ. Oder das war ja eher so ein Befehl, dass ich hier kein Feuer machen soll. Lass mir nur keine Befehle geben, ihr Penner. Aber es ist wohl doch nicht abhängig von den Grabsteinen. Scheinbar kommen die auch so raus aus den Löchern. Aus ihren Grabeslöchern da. Da. Hi. Kinder. Ihr gebt nicht auf, oder? Na? Ah, den kann man auch nicht parieren, oder was? Oder ich hab's wieder falsch gemacht vom Timing. Hui! Au. Die hauen schon ganz schön zu, ne? Ein Pfahlstein. Warte mal, ich wollte mir mal was. Das Ladia-Gewand wollte ich mir ansehen. Weißes Ladia-Gewand. Gewand eines Ladia-Pyromanten. Die Ladia-Apostel besetzen in ihrer Anmaßung die Gruft der Untoten und missbrauchen den Tod. Damit zogen sie Phenitos Groll auf sich, der sie Missetäter hieß. Ich vergesse immer diese Gottheitsnamen. Ich frage mich auch, was das. Die mag ich doch sehr, diese Teile. Ja, komm. Bis du mich da erwischst, bin ich schon viel weiter. Och nein, wieder so eine Pyro-Troller.
Also so eine Dunkelheitstroller. Das ist der, alles derselbe Verein hier. Guckst du dir an. Auch so eine fahle, bläuliche Haut haben die. Ich sehe keine Zähne, aber ich warte darauf, dass... Können Zombies die Leiter raufsteigen? Ich weiß es gar nicht. Können die das? Also diese Hollow Soldiers können es. Definitiv. Oh, oh, oh. Getrocknete Finger, Asketenleuchtfeuer und glitzerndes Titanit. Also wenn es dasselbe ist, was man im gemalten, in der gemalten Welt findet, dann sind diese Finger dafür da, dass man die Invasionszeit zurücksetzen kann. Wo ist denn das? War das nicht ein Item? Na klar sind die das. Getrocknete Finger mit mehreren Knöcheln. Sie sind verschrumpelt, verströmen aber eine eigenartige Wärme. Der Anzahl der Knöchel nach zu urteilen, sind es keine menschlichen Finger, aber manche Fragen sollte man lieber nicht erst stellen. Ja, damit konnte man eben die Zeit zurücksetzen. Normalerweise hatte man ja so ein bisschen Schonfrist, wenn man invasiert wurde. Ich glaube, so 5 Minuten waren es ungefähr, oder je nachdem, glaube ich, es war von irgendwas abhängig, wie lange man dann nicht invasiert werden konnte. Und damit konnte man den Timer komplett resetten, wenn man es denn wirklich auf PvP angelegt hat die ganze Zeit. Also darauf, invasiert zu werden. Ah, zu spät. Zu spät. So wie du. Zu spät. Oh, wie. Ich muss den Degen mal langsam auf plus 10 kriegen. Dann macht er, glaube ich, richtig Schaden. Ich weiß, ich merke das immer wieder. Einige von euch können sich gar nicht damit anfreunden, dass ich hier mit einem Degen rumrenne. Aber ich find's super. Und ich muss ja spielen, wisst ihr? Wisst ihr, wisst ihr? Hi. Ah, du Penner. Verpasst ihr mir noch eine? Guten Tag, gute Frau. Sind Sie eine Frau? Wenn ja, dann sind Sie nicht besonders hübsch. Festigender Knöchelring. Ich glaube, den ziehe ich sogar mal eine Zeit lang an. Frage ist nur, was ziehe ich dafür aus? Weil wenn ich den ausziehe, habe ich nicht mehr genug... Da bin ich über 50%. Ach komm, dann ziehe ich den hier aus. Was soll's? Nein. Plus 2, bitte. Auch dieses langsame Aufbauen hier. Na gut, jetzt geht's nicht. Aber normalerweise, ja, seht ihr, dass die Rüstungen so langsam nacheinander aufploppen. Das ist auch auf PC gar nicht der Fall. Da sind die wirklich absolut, ja, direkt eigentlich da. Sobald man das Menü aufmacht, hat man die Anzeigen. Finde ich super. Wahrscheinlich habe ich hier wieder irgendeine Geheimwand übersehen. Sagt's mir doch. Aber andererseits, wenn da unten halt diese... Ja, ich sag Fuge dazu. Ich weiß, es heißt wohl anders Sockel. Wurde mir gesagt in den Kommentaren. Ist doch egal. Auf jeden Fall diese komischen Randsteine da unten an der Mauer. Hallo. Jemand zu Hause? Ah, okay. Schon wieder, Alicia. Was machst du denn, mein Mädchen? Liebe, liebes Lieschen. Hi, Lizzie. Na? Alles klar bei dir? Was machst du denn mit deinem Dolche, sprich? Ich will dich stechen! Stich! Sag mal! Ich hau da die ganze Zeit zu und treffe dich... Ah, was? Gute Lizzie. Ja, Blitze staggern, merkst du jetzt, ne? Komm her, du... Was? Was war das eben für ein Geräusch? Da ist was in der Wand. Was ist das, Lizzie? Hast du das gerufen? Oh, da seht ihr es. Ich trinke noch einen. Notchluck. Was ist das denn? Da kommt was aus der Wand hier einfach raus. So ein Oberkörper. Ich pack's ja gar nicht. Das ist ja ganz schön perfide. Da will man die Wand absuchen. Oh, guck mal, da ist doch eine... Ah, ich habe sie sogar schon vorher gesehen. Da seht ihr, man sieht, dass hier so ein Stückchen... Ne? Mich könnt ihr nicht hereinlegen. Und da, Zähnchen. Ah! Alter! Miese Sache ist das. Da war noch einer. Was für Drecksäcke. Da sitzen die in der Wand und schlagen nach mir. Was soll denn das? Ein Avalon, das ist doch eine Armbrust mit 3 Schuss. Also die schießt 3-mal. Ja, das hat man in der Bibliothek des Herzogs gefunden, im Archiv des Herzogs.
Äußerst seltene Schnellfeuerarmbrust. Ihr könnt drei Bolzen in Folge feuern. Trefft alle drei Schüsse, wird großer Schaden angerichtet. Treffen, alle drei. Fiorenza, der reichste Händler in ganz Wolgen, baute diese verlorene Waffe nach, nachdem er in einem alten Buch von ihr erfahren hatte. Okay. Skaliert ihr mit irgendwas? Nee, Armbrüste skalieren generell nicht. Aber sehr cool eigentlich. Das Ding ist gut geeignet für PvP. Weil Blitz ja staggert. Und wenn man da drei Blitzbolzen drin hatte bei Dark Souls 1, dann war das da ganz schön fies, wenn man damit Gegner traf. Die waren dann nämlich sofort gestaggert oder halt viel Ausdauer gegen Flöten. Wow. Das ist feige. Echt feige. So, ich glaube, da kann es nicht möglich sein, dass da was in der Mauer ist. Oder ein Geheimweg eben. Aha. Hier kommt doch irgendwas. Natürlich kommt hier irgendwas. Wer denkt denn sich sowas hier aus, bitte? Da sind da bestimmt noch mehr. Oh! Ich wollte schon sagen, da steht es... Ich werde halt voll offenen Auges reingerannt, wollte ich sagen. Aber das sind wohl Türen. Ich dachte eben, das wäre so eine Phalanx aus Schilden von Schildträgern eben, die da Wache stehen. Ist das so eine Art Schwingtür? Ah! Natürlich sind Schilde... Oh, alter Schwede! Ich bin so blöd. Guck mal, die haben zwei Schilde. Was hatten die für Penner? Oh oh. Kommst du hier durch? Ja, kommst du. Alter Verwalter. Oh oh oh. Feige. Wer greift da mit zwei Schilden an, sag mal? Und tschüss mit dir. Haben wir die backstabben? Stimmt, oder? Na gut, die sind schon... Nee. Was für ein Gegnertyp ist das denn? Wie kann man da einfach mal so zwei fette Stahldinger rumtragen? Also ich weiß noch nicht, welches Material, aber ich schätze mal, Stahl ist es. Kranke Sache. Ich habe eben schon gedacht, das wäre so eine Tür, wo man sich durchzwängen muss. Nee, Essig ist... Essig. Na, Ladies, kann man bei euch was machen? Irgendwas? Nein? Muss ich da runterspringen? Ich will eigentlich gar nicht. Aber ich tue es, weil ich bin abenteuerlustig. Oh nein. Oh nee. Aufhören. Ja, du wolltest wieder zaubern, du Vieh, ne? Sind die jetzt hier... Ja, natürlich sind die überall. Triffst nicht, ne? Oh, oh. Glocke. Wow. Was bedeutet die Glocke? Oh nein. Du Drecksack. Das ist ein Alarm. Natürlich ist es ein Alarm. Au. Nein. Ich will nicht sterben. Oh nö, das ist tot. Ihr Penner. Komm mal. Hätte ich die wieder anhalten? Nee, die hört von alleine auf. Toll, 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 toll. Voll nett von euch. Oh, ich renne auch noch wirklich in die Falle rein. Ich bin so blöde. Ich hätte den Toten direkt aufhalten müssen, dann wären die wahrscheinlich gar nicht alle gekommen. Warum machen die hier unten so ein Alarmsystem? Es ist eine Gruft, meine Güte. Seid ihr bescheuert? Ja, alle Seelen weg. Geil, ne? Aber die hole ich mir wieder. Ich werde nicht verzagen. Weder verzagen noch... Die Steine könnten ein bisschen nerven mit der Zeit, glaube ich. Was? Wow, die ist ja wieder da. Warum kriege ich denn keinen Schaden? Ja, stimmt. Wenn man untot ist, bekommt man wohl weniger Schaden von Schattenzaubern. Also hier von diesen... Ne, ihr wisst schon. Dunkelheit. Macht dann weniger Schaden. Hallo. Kuckucks. Was hat der da? Bist du für ein Sack? Komm raus. Ich sag's dir, Freund.
Mach keine Faxen mit mir. Aber könnt ihr auch mal irgendwas machen? Ja. Hi. Zack. Aua. Aua. Ach komm. Die in der Wand sind total doof jetzt irgendwie. Komm mal zu. Wow, 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 wow. Alter Schwede. Vielleicht zwei. Miese Kerlchen seid ihr, ne? Jetzt treffe ich aber deinen Kumpel hinten dran noch, das ist gut. Thanks. War das... Nee, das war kein Double Kill, ich dachte eben schon. Oh, diese Typen hier, die mag ich jetzt schon nicht so mit meinem Decksbild. Ja, ich weiß, mit Stärke hat man da wirklich manche Sachen ziemlich einfach und umgekehrt. Also ich habe es beim Holly gesehen, wie der zum Beispiel den... diese Sanges-Dämonin getötet hat. Einfach mal weggefetzt hier mit seinem Zweihand-Dings da. Krasse Sache. So, du haust nicht nochmal auf die Pauke hier, ich sag's dir. Aufhören. Der will an die Glocke. Nein! Nein! Du kleiner Mistkerl. Nein. Oh, shit. Ich hasse es. Nee. Trink schnell, bevor der kommt. Oh, ja, genau. Wieder schön Feuer überall. Das Katana passt mir irgendwie gar nicht. Das Uchi-Katana. Die Reichweite ist mal total beschränkt und die Schlagfolge ist mir viel zu langsam. Ja, beschränkt. Passt besser als begrenzt. Für meine Verhältnisse hier. Oh, nee, 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 nee. Kann ich dir nicht zum Verstummen bringen da vorne bei seiner Glocke? Ist gar keine. Drachenamulett und große Seele. Da war doch schon wieder einer an der Wand, ne? Oh, ich mag diese Teile nicht. Hör ich da immer noch eine Glocke? Weiße Lady Dia Kapuze. Oh Gott, Leute. Ich mag dieses Gebiet kein Stück. Aber ich habe alle Steine. Du bist ja immer am Läuten, ne, du Penner. Penores. Mach das nicht. Was haben wir hier? Lady of Stulpen. Ich glaube, die lassen immer ihre ganze Ausrüstung fallen, oder wie? Nein, den da bitte. Oh, ich dachte eigentlich, man bekommt währenddessen Schaden, wenn man zusticht. Ekelhafte Viecher seid ihr. Oh, sag mal, die hören nicht auf damit, ne? Jetzt kommt wahrscheinlich noch... Ja. Wo kommen die da her, sag mal? Ach, hier ist ja noch ein Stein. Ich bin so blöd. Und auf Wiedersehen. Oh, die hören nicht auf. Wie ekelhaft das hier unten ist. Ich mag das jetzt schon gar nicht. Kein Stück. Kein Stück. Streitkolben des Überheblichen. Das ist wohl zum restlichen Set dazugehörig. Oh, wenn du jetzt nicht aufhörst, ne? Kann man die Glocken kaputt machen oder so? Ist ja unglaublich. Gehst du kaputt? Nö, natürlich nicht. Wahrscheinlich kann ich das sogar selber noch anschubsen, die Glocke, wenn ich dagegen haue. Beste Idee, wo ich je gehabt habe. So,
Und das will ich aber auch noch. Das war noch von einem Untoten. Wahrscheinlich nur Häftlingskram, genau. So, hier geht's weiter, oder? Och, jetzt ist mal gut. Kinder, gut jetzt, habe ich gesagt. So. Ich hätte gerne noch ein Leuchtfeuer, wenn es geht. Wahrscheinlich... Oh. Den Hebel habe ich ja noch... Ja, den wollte ich letztes Mal ziehen. Ah, jetzt bin ich hier. Ach, seht mal. Ich sehe schon, was passiert. Schön, da klappt einfach mal die Wand raus. Das ist fein. Dann hole ich mir da ganz schnell das Leuchtfeuer nochmal. Und werde auch gleich den Part beenden, liebe Leute. Es wäre wie immer lieb von euch, wenn ihr mir was Schönes da lasst. Gebt mir eine Bewertung auf das Video. Schreibt mir vielleicht was Nettes drunter. Und dann sehen wir uns auch ganz bald schon im nächsten Part von Dark Souls Teil 2.